Mach dich bereit, in mehreren Duellen, die dein Können auf die Probe stellen, gegen den Showdown King anzutreten. Arbeite dich nach oben, indem du den King in jedem Rennen besiegst und der Krone des Kings immer näher kommst. Aber denk dran, nur der erste Platz zählt, also starte den Motor und schnall dich an für die intensivsten aller Rennen. Das mache ich jetzt aber noch nicht. Ich hätte zwar die Chance, gegen den Showdown King anzutreten, gegen Ryo, aber das mache ich noch nicht. Denn ich habe noch genug andere Events, die ich machen kann. Wie gesagt, zum Beispiel G-Effect, Rogue Speed, Noise Bomb, Night of Sight. Sind alles noch Events, die ich machen kann. Und die ich auch noch machen werde. Und zuerst werde ich diese Events fertig machen, bevor ich überhaupt zu Ryo gehe. Zuerst möchte ich in jeder Elite, also jeden Elite-King besiegen. Und erst dann geht es dann zu Ryo Watanabe. Okay, gehen wir zurück und schauen auf die Karriereübersicht. Ich habe 45%. Und jetzt müsst ihr bedenken, es sieht noch nicht viel aus. Ist es aber. Ich habe alle Events hier für den Showdown gemacht. Es gilt nur noch Ryo zu besiegen. Und das kann ich zwar jetzt machen. Dazu kann ich noch ein paar Drift-Events machen, noch ein paar Grip-Events machen, noch ein paar Drag-Events machen, ein paar Speed-Events. Das sind nochmal etwa 12 Events. Und man muss sagen, die 12 Events bringen eindeutig mehr Prozent. Und vor allem die Kings bringen Prozent. Jeder King bringt Ding, wie ihr weiß doch nicht. Sehr viel Prozent auf jeden Fall. Jetzt möchte ich noch zum Autohändler. Es gibt ein Auto, das ich noch kaufen möchte, und das wäre, ich habe es erraten, ein Audi TT. Ups, was mache ich da eigentlich? So, Allrad, Audi S3, S4, TT. Ja, der TT ist gut. Den TT nehme ich. Und zwar für Speed. Ihr werdet dann sehen, sobald er dann getuned ist, dass dieser Wagen sehr gut ist. Sehr gut für diese Events. Könnt ihr mir glauben? Das könnt ihr mir einfach glauben. Er scheint nicht der stärkste zu sein, aber die Beschleunigung ist wahnsinnig. Einfach alles in diesem Auto ist wahnsinnig, wenn man es richtig benutzt. So. Der Abtrieb ist wichtig. Stoßstange kann ich so basteln, wie ich will. Das gefällt mir nicht. Ziehe ich wieder nach unten. So. Die Schürze. Hinten ziehen. Dann kann das Stäbchen bilden. Motorhaube. Er hat kein Impact Motorhaube. Das ist schade. Dann nehme ich eben die Sweeper. Mach ich's aus, dann lasse ich das. Mache noch die rein. Spoiler noch. Zum Schluss. Nein, der Spoiler passt nicht. Dann nehme ich eben diesen hier. Den kann ich verbreitern. Höher gestalten auf jeden Fall. Bisschen. Nein, der ist dick genug hier beim TT. Und breiter. So. Überall Käfig einbauen, soll ich das immer machen. Brennt jetzt nicht. Das reicht schon. Und was auf Speed wichtig ist, zuerst Lachgas. Was auch noch wichtig ist. Wir machen zuerst einen Antrieb. So. Wenn er auf den Prüfstand geht, hat er 52 PS.
Von 0 auf 100 kommt er in 7,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 311, falls er das jemals erreichen würde. Mit Nitro vielleicht. Den ersten Gang lang übersetzen, den zweiten Gang. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das wird auch noch. Und dann noch lang. Fürs erste sollte das ja sowieso genügen. Kann natürlich immer noch später, wenn nötig, das alles besser einstellen. So. Damit beende ich mal. Und damit ist das heutige, der heutige Let's Play Part fertig. Das gibt für heute 4 Teile. Oder gar 5. Muss ich noch schauen. Und, damit verlasse ich euch und verabschiede mich von euch. Und ihr könnt ja euch unsere weitere Videos reinziehen. Es gibt verschiedene Videos, die ihr ansehen könnt. Ich hoffe, ich kann euch auch schon mit einer Playlist-Verlinkung helfen. Ich weiß noch nicht, wie das dann sein wird an heutigen Tage. Ob diese Verlinkungsmethode da ist oder nicht, das kommt ganz auf meinen Partner drauf an. Auf den Nonam 1993, auf den Sedi. Das kommt ganz auf ihn drauf an. Ich möchte ihn nicht als faul darstellen, das ist er schon nicht. Er macht ja Let's Plays endlich, er hat eine gute Methode gefunden, mit den Let's Plays aufzunehmen. Aber da er Schwierigkeiten hat und er hat ja auch noch ein Privatleben, ist natürlich klar. Naja, je nachdem. Es kommt ganz darauf an, ob er mir das Video, also ob er mir die Musikdatei schickt, die er haben möchte in seinem Playlink Verlinkungsvideo. Anno 11. Januar ist heute, ja. Anno 11. Januar ist das Playlist Verlinkungsvideo eigentlich schon lange fertig. Das einzige, was nötig ist, noch Kommentarspur von ihm. Und Musik. Ich hoffe, er hat das an diesem Tag abgegeben und dann können wir natürlich Playlist-Verlinkungen machen. Naja, jedenfalls genug gelabert. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Und ja, man sieht sich beim nächsten Mal hoffentlich. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüss.